Der Straßenhandballer spielt wieder mit dem Welthandballer. Die Helden des deutschen Handballwintermärchens sind endlich wieder in einer Mannschaft. Mutig, authentisch, ehrlich. Herzlich willkommen zu 2012, eurem neuen Handball-Podcast mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unsere zwei Welt- und Europameister geben euch Hörstoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist ein ehemaliger Nationalspieler, der in 223 Spielen 820 Tore für die deutsche Handballnationalmannschaft erzielte. Florian Kehrmann zählt zu den besten Rechtsaußenspielern seiner Zeit. Nach seiner beeindruckenden Karriere in der Bundesliga, in der er in 460 Spielen 1846 Tore warf, beendete er im Mai 2014 seine aktive Laufbahn. Im Dezember 2014 übernahm Florian Kehrmann die Position als Cheftrainer des Bundesliga-Teams des TBV Lemgo und ist bis heute in dieser Rolle tätig. Wir heißen Florian herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast-Talk, in dem wir die EM-Rückblicke, die aktuelle Situation in der Bundesliga und die Nachwuchsarbeit im deutschen Handball thematisieren. Herzlich willkommen, Florian Kehrmann. Ja, hallo Flo, grüß dich. Wie geht es dir? Ja, hi ihr zwei. Danke, mir geht's gut. Kann nicht meckern. Okay, wie hältst du dich momentan? Es war ja eine handballfreie Zeit. Wie hältst du dich fit? Ja, was heißt handballfreie Zeit? Als Trainer hast du natürlich dann viel, viel mehr Arbeit. Du musst mehr Trainings vorbereiten. Du musst die Jungs bei Laune halten, die jetzt nicht bei der Europameisterschaft waren. Und davor, die kurze Urlaubszeit, habe ich natürlich zum Skifahren genutzt. Aber du wirfst doch eh nur den Fußball rein, dann sind doch alle happy. Ja, ich habe ja nicht so top ausgebildete Spieler, wie du es damals warst, Zaitzi, den man mit Fußball einfach nur bei Laune halten musste und der Rest konnte er ja sowieso schon. Deswegen, die Jungs müssen zurzeit auch ein bisschen Handball trainieren und Fußball spielt ja die untergeordnete Rolle, gerade in der Vorbereitung. Ja, aber zum Warmmachen ist ja Fußball immer prädestiniert. Ja, jetzt hast du gerade angesprochen, die Vorbereitung. Wie sah denn die Vorbereitung in Lemgo gerade aus? Viel laufen oder mehr in der Halle laufen? Ja, alles Mögliche. Wir hatten ja fünf Spieler bei der Europameisterschaft nachher, mit Luki Zerbe sogar noch einen sechsten. Das heißt, wir machen das in Lemgo eigentlich immer so, dass wir ein paar Einheiten in einer kleineren Gruppe haben, dann aber auch Einheiten mit der zweiten Mannschaft, mit Team Handball zusammen. Und natürlich ist gerade so die ersten Tage viel Athletiktraining, viel Krafttraining auch dabei. Und immer so ein bisschen gemischt halt. Das Gute ist halt, dass wir das ja auch zusammen mit Team Handball dann machen können, wo wir dann auch eine volle Mannschaftsstärke haben. Aber auf der 400-Meter-Bahn oder in der Halle wird gelaufen? Sowohl als auch. wir haben Athletiktraining draußen natürlich. Wir haben auch ein paar längere Sprints gemacht. Aber hauptsächlich trainierst du natürlich in der Halle, weil hier in Lemgo war es zwischenzeitlich auch kalt und da konnte man nicht so viel auf der 400-Meter-Bahn laufen. Okay, was hat sich aus deiner Sicht Übergang, du als Spieler, jetzt als Trainer, verändert generell vom Handballspiel? Welche Veränderungen siehst du in den letzten Jahren? Ja, ich glaube, dass die Sportart immer athletischer wird, immer schneller wird. Ich glaube, man bedarf immer mehr diese Umschaltmomente, die muss man mehr trainieren, muss man natürlich auch immer mehr beherrschen und ich glaube, dass das Spiel auch von den Spielertypen ein bisschen unterschiedlich geworden ist. Es geht viel mehr um Zweikämpfe, um Raumschaffen. Es geht, glaube ich, auch darum, dass sich bei Aktionen mehrere Spieler gleichzeitig bewegen und wir sind damals nicht ganz so athletisch gewesen, außer Zeitzi natürlich. Ja, aber also es geht weniger um Spielzüge, sondern mehr quasi eins gegen eins und dann Raumschaffen für den Nachbarspieler. Ja, ich glaube, dass viele Auftakthandlungen und Spielzüge sind. Ich glaube, es geht nicht einfach so, dass wir sagen, ja, wir machen mal so ein bisschen Platz und gucken mal, sondern oft geht es ja darum, die Auslösehandlung so ein bisschen zu verstecken auch und natürlich das, was wir erreichen wollen, zu verstecken. Und trotzdem, letztendlich geht es darum, einen Zweikampf zu gewinnen und dann durch Folgehandlung natürlich einen Vorteil zu schaffen. Ihr wart mit Lemgo ja damals die Vorreiter des schnellen Spiels. Wo siehst du die Zukunft des Handballs? Denkst du, dass es noch schneller wird, noch athletischer? Kommen Dinge wieder, die vielleicht schon mal erfolgreich waren? Ja, ich glaube, dass ja nicht nur der Handball, sondern in allen Sportarten sieht man, dass es immer athletischer wird. Also ich glaube, wenn man im Fußball das sieht mittlerweile, da gibt es eigentlich keine Spieler mehr, die nur noch Ballzauberer sind, sondern die müssen alle auch eine gewisse Athletik haben.
in anderen Sportarten genauso, auch im Tennis, wenn ich sehe, wie die mittlerweile auf den Ball draufhauen, das sind alles Maschinen. Und so ist es im Handball genauso. Ich glaube, der Sport wird immer in gewissen Dingen schneller und natürlich kommen Entwicklungen wieder dazu. Ich finde, jetzt bei der Europameisterschaft hat man extrem gesehen, dass das 7 gegen 6 eine große Rolle spielt, gerade in entscheidenden Situationen. Ich finde, viele Mannschaften nutzen das, um ja auch so Phasen zu überbrücken, wo sie vielleicht im Angriff Probleme bekommen, um vielleicht auch Spieler gut durch den Spiel zu bekommen, indem sie nicht ganz, ganz müde machen. Und so gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die sich natürlich auch so ein bisschen verändern. Aber bist du ein Befürworter des 7 gegen 6 oder sagst du, okay, eigentlich hast du keinen Bock darauf? Ja, das 7 gegen 6 ist ein taktisches Mittel, wie vielleicht eine Kreuzung im wahrsten Sinne auch. Und wir brauchen das 7 gegen 6. Und in Lemgo spielen wir das ja auch häufig und auch erfolgreich. Und wenn man sich Statistiken anguckt, spielen wir es auch relativ gut. Was denkst du, die Wahrnehmung des deutschen Handballs im Moment, jetzt nicht nur durch die Europameisterschaft, sondern generell, wie siehst du den Blick auf den Handball? Ja, ich sehe das nicht nur durch die Europameisterschaft, auch durch die Erfolge jetzt der U21 eigentlich sehr positiv. Ich finde, wir haben viele junge Spieler, die auf dem Sprung sind. Wir haben es wieder geschafft, den Januar zum Handballmonat zu machen durch die Europameisterschaft. Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch den Jungs zuzugucken. Und jetzt geht es natürlich darum, nicht nur mit Heimvorteil und einer guten Auslosung ins Halbfinale zu kommen, sondern vielleicht bei einem großen Turnier auch das zu schaffen in einer fremden Halle und vielleicht auch mit einer schweren Auslosung. Und wir müssen nicht immer sagen, wir sind hinter den großen drei oder hinter den großen vier, sondern wir müssen dazugehören und müssen uns vielleicht auch abheben von diesem breiten Mittelfeld. Und das muss der nächste Schritt sein. Dann auch hoffentlich mit ganz vielen jungen Spielern, die sich weiterentwickeln. Jetzt hast du es gerade angesprochen, die jungen Spieler. Wie wichtig ist denn die Nachwuchsarbeit bei Lemgo? Das ist unser tägliches Brot. Wir haben, glaube ich, nicht mehr die finanziellen Mittel, die vielleicht über einen Großteil der Bundesliga verfügt. Wir gehören in der Bundesliga sicherlich ja zum unteren Drittel. Und da gehört es dann dazu, dass wir gute Jugendarbeit machen und natürlich die Spieler hier ausbilden, aber auch ein gutes Scouting haben und immer wieder vielleicht auch Spieler, die international noch nicht so in Erscheinung getreten sind, dann hier zu fördern, zu guten Bundesligaspielern zu machen und im besten Fall natürlich dann auch so gut zu machen, dass sie danach zu Top-Vereinen gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Es macht sehr viel Spaß. Man kann die Spieler entwickeln. Man kann ihre Entwicklung auch irgendwo begleiten. Aber es ist natürlich auch eine schwere Aufgabe. Es ist ja die Herausforderung, auf der einen Seite guckst du auf den Tabellenplatz, du weißt, bei jungen Spielern hast du nicht immer diese stabile Leistung und du hast davon gesprochen, dass ihr euch diese Nachwuchsarbeit entsprechend auch zusprecht. Wie ist da die Planung für euch, also gerade auch was Tabellenplatz angeht, hat der Tabellenplatz, steht im Vordergrund oder eher die Nachwuchsarbeit? Ich glaube, bei uns steht immer ganz oben natürlich die Existenz. Also wir wollen weiterhin Bundesliga-Handball hier in Lemgo präsentieren und wir haben ganz viel Tradition. Wir wissen aber, dass wir aufgrund der finanziellen Möglichkeiten sicherlich hier nicht um Meisterschaften spielen können. Und wenn alles perfekt läuft, kann man mal Pokalsieger werden. Aber das war auch eine Phase, wo wir gerade eine Mannschaft über lange Phasen aufgebaut hatten und wir das Glück hatten, mit denen dann wirklich so einen Peak zu erreichen. Aber es geht hier darum, weiter Bundesliga-Handball zu betreiben. Und das ist sehr viel harte Arbeit, glaube ich. Nicht nur für mich, sondern auch das ganze Umfeld. Und wir versuchen natürlich immer wieder an kleinen Stellschrauben zu drehen, um diese Rahmenbedingungen auch zu behalten. Wir haben, glaube ich, eine ganz tolle Halle. Wir haben gute Trainingsmöglichkeiten, aber das muss immer wieder erneuert werden und immer wieder verbessert werden. Und die ganzen anderen Vereine schlafen ja auch nicht. Die wollen auch, glaube ich, viele Dinge verbessern, wenn ich sehe, diese Großstadtprojekte wie mit Erlangen, Nürnberg, Leipzig, Hamburg wieder, das sind Stuttgart, das sind Mannschaften, die uns vom Etat her weit, weit voraus sind und da müssen wir gegen kämpfen. Jetzt hast du gerade das Scouting angesprochen. Machst du das selber oder hast du da jemanden, der das für dich übernimmt? Weil ihr habt ja ein Coup gelandet mit Konstantin Möstl, den hätte man vielleicht vor der EM nicht erwartet oder den Namen hatte man noch nicht auf dem Zettel.
Ja, guck mal, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe den auf dem Zettel gehabt. Nein, das Scouting ist so natürlich ein bisschen mein Steckenpferd auch. Ich gucke sehr gerne andere Ligen, Jugend-Junioren-Spiele. Bin, glaube ich, auch ganz gut vernetzt, was das angeht. Und wir haben ja auch gute Datenbanken, wo wir viel Arbeit und Herzblut reinstecken, wo wir halt Spieler auch früh kategorisieren. Und natürlich dann auch früh versuchen, Kontakte zu knüpfen mit Spielern, die auf dem Sprung sind, dann vielleicht in die Bundesliga zu kommen und wo vielleicht auch viel hin so ein bisschen drin schlummert. Und das klappt mal gut, mal nicht so gut. Jetzt mit Konstantin Möstl ist natürlich, sieht das erstmal super aus, kann man toll verkaufen. Trotzdem muss der Junge dann auch ab Sommer dann zeigen, dass die Bundesliga die beste Liga der Welt ist und auch da dann die Bälle halten. Aber das ist ein wirklich guter Junge und auf den freue ich mich schon. So, das hat auch dein österreichischer Spieler gesagt, dass du den mal angucken sollst. Das hast du doch nicht selber rausgefunden. Du meinst Lukas Hutischek? Ja. Naja, da bist du aber ein bisschen auf dem Holzweg, wie wir hier arbeiten. Ich habe Konstantin schon sehr, sehr lange auf dem Zettel. Aber unter anderem auch ganz, ganz viele andere Torhüter. Und deswegen, so einfach, wie das dann manchmal aussieht, ist es halt nicht. Hast du Henning auch drauf auf dem Zettel? Nachwuchstalent. Ja, Henning würde ja von der handballerischen Leistung, vom Altern gut reinpassen noch bei uns. Aber er kann einfach kein Fußball spielen. Und da wir ja im Training den ganzen Tag nur Fußball spielen, ist das natürlich für uns keine Option, ihn zu verpflichten. Ich finde, dass hier jedes Mal ein völlig falsches Bild von mir dargestellt wird. Also, aber das machen wir in einer anderen Sendung. Flo, wir haben das Thema Regeneration oftmals und nach solchen Großturnieren kommen die Themen immer wieder hoch. Inwieweit haben die Teilnehmer bei der Europameisterschaft Pause bei dir bekommen? Ja, auch unterschiedlich. Samuel Zehner kam ja früh zurück. Der hat dann ein paar Tage frei bekommen und ist dann wieder schon zur Mannschaft gestoßen. Die Spieler, die Holländer und die Österreicher, die jetzt wirklich die ganze Zwischenrunde gespielt haben und auch viele Einsatzzeiten hatten, die haben auch ein paar Tage frei bekommen, sind seit Dienstag wieder bei der Mannschaft. Natürlich haben wir das Training bei ihnen auch so ein bisschen angepasst. Trotzdem geht es, glaube ich, darum, auch nicht ganz runterzufahren, sondern auch diesen Rhythmus ein bisschen beizubehalten. Und ich glaube, das ist immer der richtige Weg. Und da wir in der Mannschaft sind, die dieses Jahr leider nicht mehr im DHB-Pokal spielt, auch keine Euroleague, gibt in der Saison natürlich auch genug Möglichkeiten, den Spielern auch da nochmal eine Pause zu geben. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir das ganz gut immer hier hinbekommen mit unseren EM-Fahrern, sind dann trotzdem schnell wieder da gewesen. Und ich habe sowieso, außer Bobby Schagen, der ein bisschen älter ist, junge, frische Talente und die können ruhig mal ein bisschen mehr spielen. Es ist ja einmal das Körperliche, auf der anderen Seite vielleicht aber auch Spieler, die mit Enttäuschungen, mit anderen Erwartungen in so ein Turnier gegangen sind. Bist du da dann auch in Gespräch mit den Jungs, dass du sie entsprechend wieder aufbauen musst oder gibt es da keine Probleme? Ja, das heißt, es gibt keine Probleme. Ich glaube, jeder schleppt immer so ein bisschen was mit sich rum. Samuel Zehner schleppt mit sich rum, dass sie das letzte Spiel gegen Nordmazedonien verloren haben, obwohl sie gegen Frankreich gepunktet haben. Das natürlich belastet einen das. Natürlich spreche ich mit den Spielern, wenn sie zurückkommen. Wir sprechen über die Europameisterschaft, wir sprechen über die Rolle, die sie jetzt hier wieder haben. Versuche ihnen vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen zu helfen, weil man das ja selber schon mitgemacht hat. Ich erinnere mich da an ja auch ein negatives Ereignis, wo wir nach den Olympischen Spielen in Athen nach Hause gekommen sind, hatten ein Weltrekordspiel auf Schalke und verlieren dann gegen den THW Kiel. Ich weiß nicht. Was hast du so erwartet anderes? Ihr erinnert euch ja vielleicht. Genau wie habe ich positive Erinnerungen. Ich glaube, wenn man das selber durchgemacht hat, hat man so seinen eigenen Weg damit umzugehen und versucht natürlich, den Spielern auch zu helfen. Es ist nicht immer dann der Weg, den man ihnen dann sagt, dass das der richtige ist, aber ich glaube, im Austausch ist das immer gut und so gehe ich natürlich auch mit meinen Spielern hier um. Gewissen Dingen Erfahrung weiterzugeben und vielleicht auch eine Ruhe und eine Sache, wie sie das auch am besten abhaken. Genau, du hast es gerade angesprochen, das ist jetzt genau 20 Jahre her, wo wir das intensive Jahr hatten, 2004 mit der Europameisterschaft, wo wir in 10 Tagen 8 Spiele absolviert haben. Inwieweit siehst du das als vergleichbar an, weil heute oftmals ja die Diskussion ist,
zu wenig Regeneration, zu viel Spiele. Kann man das miteinander vergleichen oder eben nicht? Was hast du da für eine Vorstellung? Die Diskussion wird es immer wieder geben. Und die Diskussion gibt es seit wie viel tausend Jahren. Belastung im Sport ist immer sehr hoch, gerade bei diesen Großevents. Ich finde trotzdem, wir dürfen nicht davon abgehen, dass der Januar der Handballmonat ist. Und wir haben gesehen, was wir entfachen können. Und das müssen wir immer weiter entfachen. Und ich glaube, die Belastung, die Spieler haben, die können wir Trainer steuern. Und die Spieler natürlich selber auch ein bisschen. Aber ich glaube, da geht es dann eher drum. Das sind Begebenheiten, die gibt es nun mal. Da müssen wir mit leben. Aber wir sollten nicht immer meckern. Wir können das ändern, was wir ändern können. Und ich glaube, kein einzelner Spieler wird jetzt sagen, nee, ich spiele nur alle vier Tage bei einer Europameisterschaft, sondern er kann dafür sorgen, dass er also gut regeneriert, dass er, ich glaube, alles dafür tut, dass er fit ist. Und der Trainer muss dann das tun, dass der Spieler vielleicht die Pausen bekommt. In manchen Fällen braucht er vielleicht aber auch gar keine Pause. Wenn ich sehe, Lukas Hutischek hat das ganze Turnier fast durchgespielt und kommt hier zur ersten Trainingseinheit und möchte in der ersten Einheit direkt dir Gas geben. Und dann bin ich als Trainer da und sage, nee, du machst jetzt erstmal ein bisschen ruhiger. Und das ist dann meine Aufgabe. Wenn du das Spiel anguckst oder angeguckt hast, Magdeburg gegen die Löwen, da waren doch schon einige Spieler dabei, die ein bisschen länger Pause doch gut getan hätte, ob jetzt ein Juri Knorr oder auch auf der Seite von Magdeburg, da waren Spieler dabei, also da hat man es gesehen, dass sie noch nicht wieder voll dabei sind. Und bei denen ist es ja so, dass die müssen ja, bei denen geht es um die Meisterschaft bei Magdeburg und die spielen noch Champions League Pokal jetzt. Also da gibt es jetzt keine Ausrede, dass der Trainer das jetzt steuern kann. Da heißt es einfach weitermachen. Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders, als sie dürfen. Also ich meine, die haben auch ein bisschen Sport gemacht. Für mich war es immer das Beste, wenn ich spielen konnte. Und wenn ich nach dem Spiel abends kaputt ins Bett gefallen bin und mich gefreut habe, oh, ich muss den nächsten Tag wieder spielen, ist ja vielleicht besser, als morgens irgendwo auszulaufen und ein bisschen in den Kraftraum zu gehen oder noch eine Taktikeinheit zu machen, wenn man kopfmüde ist. Ich finde, wir müssen von diesem Müssen wegkommen. Wir können uns doch erfreuen, dass die Jungs ihr Hobby zum Beruf machen, eine Leidenschaft haben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, alle Spieler, die in Magdeburg gespielt haben bei dem Spiel, die haben sich gefreut auf dieses Spiel, weil da ging es um Einzug in Final Four. Und das jetzt irgendwo vielleicht auch als Ausrede zu nehmen, ja, der Spieler war müder und der andere ist müder und die einen haben einen größeren Kader. Ich glaube einfach, in dem Spiel hat die Qualität von Magdeburg einfach den Ausschlag gegeben und nicht, ob irgendein Spieler müde ist oder nicht. Wenn ich gesehen habe, wie ein Felix Klar da performt, wie ein Magnus Saubsrück performt. Und das macht ja auch den Unterschied. Ich habe von Magnus Saubsrück noch nicht gehört, dass er müde ist, dass er enttäuscht ist von der Europameisterschaft, weil er nur Silber geholt hat, sondern der war froh, wieder in Magdeburg zu sein und wieder jetzt mit dem SCM um Titel zu spielen. Und das hat man ihm angemerkt. Und so muss man als Spieler da auch reingehen. Also man merkt bei dir auch diese Begeisterung. Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, dass man mit dem Kopf eigentlich viel machen kann. Vielleicht da noch ein kleiner Vergleich. Ich habe es damals eher, dass man emotional manchmal vielleicht müde war. Ich hatte jetzt natürlich als Torwart nicht diese körperliche Belastung. Was glaubst du, ist es hauptsächlich diese körperliche Belastung oder glaubst du, dass man über das Emotionale, sich wieder zu freuen auf die nächsten Aufgaben, dass man damit vielleicht einen kleinen Verschleiß überspielen kann? Der Kopf ist es eher mental. Ja, natürlich steuert der Kopf ganz, ganz viel. Also ich meine, wir sind im Handballsport. Der Handballsport ist so dermaßen komplex. Da geht es nicht darum, wie vielleicht im 100-Meter-Lauf, dass man startet und nach 100 Metern ist man im Ziel. Und auch das ist komplex von der Technik her. Aber bei uns kommt es auf so viele Kleinigkeiten an. Und wie oft haben wir erlebt, dass Weltklasse-Spieler auf einmal es nicht mehr schaffen, den Ball aufs Tor zu werfen und zu treffen? Wie oft haben wir es erlebt, dass irgendwelche Spieler über sich hinauswachsen, die vielleicht gar nicht das Niveau eigentlich haben. Und wenn man das jetzt auch wieder sieht bei der Europameisterschaft, da schafft es eine österreichische Mannschaft, die sicherlich eine Qualität hat, aber vielleicht nicht die individuelle Qualität wie andere Mannschaften. Und sie schaffen es über diesen Teamgedanken, über diesen Kopf. Die haben sich in dem ganzen Turnier in einen Hype irgendwo gebracht, um diese Leistung zu bringen. Und da sehen wir, was im Sport möglich ist. Und natürlich geht das nicht immer und auch vielleicht begrenzt aufgrund der körperlichen Fähigkeiten dann. Aber der Kopf spielt da eine Riesenrolle. Und ich habe das auch
hier in Lemgo auch als Trainer schon erlebt, wo wir das Jahr Euroleague gespielt haben. Alle haben gesagt, wir brauchen einen größeren Kader. Wir müssen die Belastung Euroleague und wir werden in der Bundesliga das nicht schaffen. So, und mein Credo war eigentlich in diesem Jahr, das als großes Abenteuer zu verkaufen, als Belohnung für die gute Saison davor. Und so haben die Jungs das angenommen und wir haben es dann wirklich geschafft, in der Bundesliga und in der Euroleague trotzdem zu performen und selbst auch da in dem Jahr wieder ins Final Four einzuziehen. Und ich glaube, so kann man das über den Kopf steuern, jeder für sich, aber natürlich auch außenrum. Und wenn ganz Handball Deutschland von Belastung spricht, ist das für einen Spieler natürlich einfach, das anzunehmen. Hm. Wenn aber dann ganz Deutschland davon spricht, wir haben eine Euphorie und dann ist egal, ob man müde ist, dann schafft man das trotzdem. Hast du mal mit deinem Spieler, mit dem Hutecek gesprochen, wie die sich in den Rausch so gebracht haben? Also das ist ja nicht immer ganz einfach, weil also manchmal klappt das oder manchmal nicht. Also du kannst es ja nicht trainieren. Das ist ja, muss ja von der Mannschaft dann kommen. Ich glaube, das sind ganz viele Ereignisse und Erlebnisse auch. Also die Österreicher haben im November ein sehr, sehr gutes Turnier in Tunesien gespielt. Die haben davor ein paar Länderspiele gehabt, auch in Quali-Spielen, wo sie schon gute Leistungen gebracht haben. Und sie hatten mit Nikola Bilek, Konstantin Müstl und Lukas Hutecek vielleicht drei so Anführer, die in den Vereinen gerade auch tragende und sehr, sehr gute Rollen gespielt haben. Und dann war es natürlich so, dass der Rest der Mannschaft auch ihre Aufgaben einfach erfüllt hat. Und jeder hat sich in der Rolle irgendwo wohlgefühlt. Und dann ist das entstanden. Dann spielen sie auf einmal ein super Spiel gegen die Kroaten, machen sich keinen Kopf gegen die Spanier. Und von da an haben die sich in dieses Turnier gesteigert und sind von Spiel zu Spiel ja auch gewachsen. Vielleicht wart ihr auch im Triple X in Köln vorher, vor dem Turnier. Das weiß ich nicht. Hat er ausgeblendet. Vergessen wir. Ja, also wie fandest du denn allgemein den Eindruck von der EM? Also bist du positiv überrascht oder wie hast du das wahrgenommen, die EM in Deutschland? Also ich habe die Europameisterschaft, wie sie organisiert wurde, wie sie durchgeführt wurde, wie sie, glaube ich, von den Zuschauern und den Medien angenommen wurde, begeistert verfolgt. Und für mich war es aber nicht überraschend, weil ich weiß, was der Deutsche Handballbund kann. Ich weiß, was der Deutsche Handballbund in Verbindung mit der EHF kann. Und ich glaube, da sind ganz große Verbände dabei, die das unglaublich geleistet haben da. Und dass wir Deutschen Großevents können, das wissen wir auch. Nicht nur im Handball, sondern in anderen Sportarten. Und ich glaube, dieser Funke ist übergesprungen. Und das war wichtig, auch durch dieses Projekt mit Düsseldorf. Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Ding, dass wir das gemacht haben. Auch wenn man jetzt schon wieder kritische Stimme, das so viel gekostet hat. Trotzdem ist ja da dieser Funke übergesprungen. Rein sportlich, finde ich, haben wir ein sehr hochklassiges Turnier gesehen. Ich fand, wir haben seit langem mal wieder ein Finale gesehen, was auf sehr gutem Niveau war. Dadurch auch vielleicht, dass Dänemark und Frankreich sehr große und breit angelegte Kader haben, die auch ihre Pausen hatten. Ich fand, wir hatten ein sehr hochklassiges Finale. Und insgesamt war das Niveau auch wirklich, wirklich sehr gut, mit vielen taktischen Kniffen auch. Ich glaube, das 7 gegen 6 hat eine große Rolle gespielt bei vielen Spielen. Sportlich für die Deutschen war es für mich zu erwarten, dass wir es schaffen, ins Halbfinale zu kommen, weil wir erstens eine sehr gute Auslosung hatten. Weil wir, glaube ich, auch in Anführungszeichen ein bisschen das Glück hatten, dass die Spanier ausgeschieden sind, die in der Zwischenrunde sicherlich nochmal eine große Hürde gewesen wären. Wir auch vielleicht so ein bisschen Glück hatten, dass die Kroaten mit Martinovic einen ganz wichtigen Spieler nicht dabei hatten, die dann auch eine größere Rolle gespielt hätten in der Zwischenrunde. Und trotzdem war es eine Top-Leistung der deutschen Mannschaft. Aber für mich war es nicht überraschend. Also für mich war das Mindestziel, mit der Auslosung und dem Heimvorteil ins Halbfinale zu kommen. Aber meinst du nicht auch, dass es die Entzerrung der Spieltage, also dass man mehr Pausen hat, auch daran lag, dass es vielleicht ein gutes Finale war? Also es gab ja auch schon Finale, da waren beide Mannschaften kaputt und die haben sich da so durchgequält. Und ja, war es dann nicht so schön anzusehen. Aber das war ja jetzt, wo man sagt, okay, die haben 2 Tage frei gehabt, da kann man dann auch ein bisschen mehr Kräfte haben. Ja, ich glaube, da gehören ja viele Punkte dazu. Erstens die Entzerrung des Spielplans, zweitens glaube ich, dass wir nicht diese riesengroßen Verbindungen zwischen den Spielorten hatten. Also das war nicht irgendwo 8 Stunden Busfahren, sondern es war alles super durchgetaktet. Auch ich glaube, diese Idee mit der Deutschen Bahn, das alles ein bisschen nachhaltiger zu machen, fand ich, war eine super Idee. Wir hatten die perfekten Hallen. Ich glaube, der Sport wird immer professioneller.
Und das alles spricht dafür, dass die, ja, das Niveau natürlich auch ein bisschen höher war, vielleicht als vergangene, bei vergangenen Events. Was waren für dich die positiven Dinge der deutschen Mannschaft? Was ist dir positiv aufgefallen? Ja, ich glaube, wie die Mannschaft aufgetreten ist mit dieser Leidenschaft, die sie gerade in der Abwehr gekämpft hat. Ich glaube, was auch positiv war, das gesamte Auftreten des Stabes vom Deutschen Handballbund. Wie sie hinter der Mannschaft standen, wie sie auch mit Kritik umgegangen sind. Ja, das, was ich auch sehr positiv fand, wie gerade die jungen Spieler performt haben. Ich finde, dazu zählt für mich ein Juri Knorr immer noch. Ein Juri Knorr und Julian Köster sind junge Spieler, die dürfen Fehler machen, die sind trotzdem vorangegangen, auch wo sie viel auf sie eingewirkt hat. Rinas Uschins ist, glaube ich, ganz unbekümmert in das Turnier gegangen. Und so gibt es ja immer noch ein, zwei Personalien, die dafür auf Aufsehen gesorgt haben. Und ich fand das wirklich erfrischend und freue mich da wirklich auf die Zukunft, weil ich glaube, da haben wir noch ganz viel Freude dran. Wir haben die Quali, die Olympia-Quali vor uns und dann auch mittelfristig die Heim-WM 2027. Was muss sich aus deiner Sicht verbessern oder verändern, dass wir da also auf der einen Seite bei der Olympiade dabei sind, auf der anderen Seite im einen Land dann so ein Turnier dann auch vielleicht noch einen Tick erfolgreicher absolvieren können? Ja, es ist Olympia, müssen wir dabei sein. Also wir spielen zu Hause. Wir haben, glaube ich, mit den Kroaten, die im Umbruch sind, und mit den Österreichern, die sicherlich nicht diesen Hype haben wie bei einem Europameisterschaftsturnier, sicherlich zwei Gegner, die wir erstmal dann schlagen müssen, aber die werden wir schlagen. Und mit Algerien eine Mannschaft, die da sicherlich außen vor sein wird, auch wenn sie ein bisschen unorthodox spielen wird, aber die werden wir zu Hause schlagen. Und wir haben wieder den Heimvorteil. Wir werden auch diese Euphorie der Handball-EM sicherlich bis in den März rein rüber retten, da bin ich mir auch sicher. Und dann werden wir uns qualifizieren. Und dann kommt die große Bewährungsprobe für das junge Team bei Olympia. Und da muss das Ziel wieder das Halbfinale sein. Das dann zu schaffen, auch ohne Heimvorteil. Und das muss trotzdem ein Ziel sein. Und 2027 ist noch so lange hin. Zu weit weg. Und da finde ich, aber trotzdem muss das Ziel sein, nicht nur das Halbfinale zu kommen, sondern vielleicht auch wirklich das ganz große Ziel zu haben, auch Weltmeister zu werden. Was denkst du, also was unterscheidet uns noch ein bisschen? Ich denke, dass Frankreich und Dänemark uns das vormachen, auch in der Breite des Kaders. Ist das die Frage, dass wir in der Breite noch mehr Qualität benötigen? Was ist aus deiner Sicht dafür notwendig? Also die Franzosen hatten, glaube ich, in dem Jahrgang 96, 97, 98 einfach diese herausragenden Talente. Und die sind jetzt im besten Handballalter. Und deswegen haben sie die Qualität. Und natürlich haben sie auch ein paar Erfahrene. Das braucht man immer. Es braucht immer eine Mannschaft mit Karabatic und allen denen, die spielen. Aber ich glaube, sie profitieren gerade von diesem Jahrgang mit Fabregas, mit Mem, mit Richardson, mit Pondy. Das war in der Juniorenzeit schon herausragend. Und die haben sich entwickelt und sind im besten Handballalter. Und wir haben, soweit ich das weiß, jetzt einen Jahrgang, der U21 Weltmeister geworden ist. Und der wird zu dem Zeitpunkt auch gerade dahin kommen, ins beste Handballalter zu kommen. Und warum sollten wir nicht das Ziel haben, dass wir dann eine Mannschaft haben, die um den Weltmeistertitel spielt? Aber was denkst du, wie schaffen wir das, noch mehr Talente nach ganz oben zu bringen? Also gibt es da einen Ansatz oder ist das einfach nur Zufall, was Frankreich gebracht hat? Dann können wir wieder drüber sprechen, dass natürlich gerade international oft so diese Top-Talente sehr früh schon in Verantwortung kommen in den Ligen. Und das ist natürlich in der stärksten Liga der Welt, in Deutschland, umso schwerer. Vielleicht ist es ein Ansatz, dass auch mal ganz junge Talente dann den Weg nochmal ins Ausland gehen. Ich finde, Juri hat das vorgemacht, hat da gelernt in Barcelona und hat das dann in die Bundesliga übertragen und hat immer den nächsten Schritt gemacht. Ich finde, Julian Köster ist jetzt dabei, immer große Schritte zu machen. Und wahrscheinlich muss er dann 27 auch bei einem europäischen Top-Club spielen, damit wir diese Qualität haben und diese Top-Spieler, die uns dann in diesen Spielen auch das Plus machen. Und für mich gilt es darum, junge Spieler so früh wie möglich in Verantwortung zu bringen. Und daran wachsen die Jungs. Du sagst Verantwortung.
in manchen Vereinen ist es ja dann so, dass sie die Verantwortung haben, Erstliga-Handball zu spielen, aber dann vielleicht auch noch in ihrer eigenen Jugendmannschaft oder zweiten Mannschaft des Vereins. Hältst du das für sinnvoll, beziehungsweise wie wichtig ist es, Mentoren zu haben, die das Ganze ein bisschen steuern? Dass sie, ich meine, sie sind ja oftmals in der Situation, professionell Handball zu spielen, aber auch noch in einer im Abitur, Berufsausbildung, da strahlt ja oder da wirkt ja viel auf die jungen Leute ein. Wie siehst du das? Pauschal sage ich, Hilfe ist immer gut. Und nicht nur für junge Spieler, für alte Spieler, für Trainer, für jeden ist Hilfe gut. Und ich glaube, da geht es oft um Gesprächspartner, da geht es darum, Wege aufzuzeigen. Ich glaube, man darf nicht dahin kommen und ganz starre Wege haben, wo man sagt, ja, du musst das so und so und so machen. Weil ich glaube, wir sind im Sport, muss man so flexibel sein, dass es tausende Wege gibt. Und ich war lange Spieler und jetzt bin ich mittlerweile schon 10 Jahre Trainer. Und ich habe schon die verschiedensten Karrieren auch als Trainer jetzt schon begleiten dürfen, die verschiedensten Wege. Und es gibt nicht den Weg. Es gibt Spieler, die sind mit 17, 18 das größte Talent überhaupt, schaffen den letzten Schritt nicht. Und es gibt Spieler, von denen hat man bis zum 22. Lebensjahr kaum was gehört und plötzlich schießen sie durch die Decke. Und so ist es ja in den Jugendmannschaften auch oft. Da hat man einen, der ist in der D-Jugend auf einmal allen überlegen, macht 20 Tore im Spiel. In der C-Jugend kriegt das ganz gut hin und in der B-Jugend plötzlich ist er einer von vielen. Und da individuell Wege zu beschreiten für die Spieler, die am besten sind, aber natürlich, das ist dann wieder mein Job auch in Lemgo, ich versuche ja die Spieler besser zu machen, weil ich glaube, je besser wir die Spieler machen, desto besser wird die Mannschaft auch sein irgendwann. Aber trotzdem braucht es ja auch ein gewisses Miteinander und als Bundesliga-Trainer ist das halt der Job. Und gerade speziell hier in Lemgo, dass wir darauf auch bauen. Und wer war für dich so die Mannschaft des Turniers? Was denkst du da? Wer war? Österreich war die Überraschung oder wen siehst du da? Oder auch Deutschland? Oh. Ich find auch die Portugiesen haben ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Mhm. Wir haben auch, die Holländer haben trotz der Ausfälle, die sie haben, man muss überlegen, Kai Smits nicht dabei. Die haben dann mit Bengerman in der Zwischenrunde früh ihren wichtigsten Abwehr- und Kreisspieler verloren. Also ich glaube, wenn man bei uns einen Julian Köster und Johannes Goller weggenommen hätte, das ist so vergleichbar. Das haben die Holländer weggesteckt und haben trotzdem geschafft, in jedem Zwischenrundenspiel irgendwo eine Chance zu haben und haben dann ein super Turnier gespielt. Also für mich gibt es nicht die eine Mannschaft, die da überperformt hat. Ich fand, die Franzosen sind für mich verdient Europameister geworden. Das ist auch eine unglaubliche Leistung, dass sie diese Qualität in jedem Spiel hinbekommen haben, auch wenn es oft so war, ja, wir machen mal gerade so viel, wie wir müssen und gewinnen das Spiel trotzdem. So sieht das dann aus, aber ich fand das unglaublich, auch wie sie performt haben, auch wie einzelne Spieler dann in ihre Rollen reingewachsen sind. Bei Frankreich war es so, okay, wir machen nur das Nötigste und es reicht trotzdem. Und was mir aufgefallen ist, das war, dass sie gespielt haben, auch wenn sie mal 3-4 Tore hinten waren, haben sie trotzdem entspannt weitergespielt, ganz locker und wussten trotzdem, dass sie trotzdem noch ihre Chance kriegen, ob das jetzt im Finale gegen Dänemark, als sie 3 Tore hinten waren. Sie waren immer ganz entspannt, wurden nie hektisch und haben trotzdem performt. Und hatten noch ein bisschen Glück gegen Schweden. Ja, du weißt ja, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Ich glaube, wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Ja, wir haben gestern ein paar Zuschauer. Wir können nicht alle stellen, weil es doch schon sehr viele waren, die du bekommen hast. Aber einige werden wir da mal vorlesen. Ein paar haben wir zensiert. Ich hoffe, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr habt eine Vorauswahl getroffen. Ja, genau, die unangenehmsten haben wir genommen. Ja. Das Triple X fragt, nein, wo holst du dir neue Inspiration für dein Training? Da ich immer noch ein bisschen aktiv Fußball spiele, wo ich mir das manchmal beim Fußballtraining versuche, da so ein paar Übungen auch abzuändern. Natürlich bei Fortbildung immer mal wieder, wenn man sich ein bisschen auch was abguckt. Ich glaube, da musst du ganz offen sein als Trainer. Und manchmal ist es auch wirklich so, du hast eine Idee, was wir gerade vielleicht brauchen, möchte den Jungs mal eine neue Übung an die Hand geben, weil sie vielleicht auch mal den Kopf anstrengen müssen. Und dann bastelst du dir auch manchmal was. Und das ist, glaube ich, auch kein Hexenwerk. Und ich glaube, man sollte da immer offen auch auf andere Sportarten gucken. Ich gucke da nicht nur auf den Fußball, sondern
versuchen mir überall so ein bisschen was anzunehmen. Auch im Basketball habe ich das schon gemacht. Und ja, das kommt manchmal ganz gut an, manchmal nicht. Aber du weißt ja, Spieler kann man nie zufriedenstellen. Die wollen immer mehr, meinst du, ne? Ja, also das merke ich, glaube ich, schon. Zu Hennings Zeit, der ist ja schon sehr alt, da war der Spieler ja, der hat einfach gemacht. Und da hat der Trainer gesagt, lauf gegen die Wand, dann hat er das gemacht. So, Zeit, sie ist ja ein bisschen jünger, der hat sich schon manchmal dann hinterfragt, warum macht man das, hat vielleicht auch schon ein bisschen so einen eigenen, ja, so einen Schatz gehabt an Übungen, wo man weiß, ja, das macht der Trainer sowieso, die kenne ich, die finde ich gut, die finde ich schlecht. Mittlerweile ist ja alles durch die ganzen Medien und Trainings-Apps und überall, alles ist öffentlich, jeder postet die tollsten Übungen bei Instagram. Du wirst fast keinen Spieler mehr überraschen, weil jeder Spieler hat ja alles und kann alles. Und da geht es, glaube ich, eher dann darum, so deinen Weg auch zu machen, was du den Spielern vermitteln möchtest und wie du die Übungen dann auch durchführst. Und es ist schon anders geworden als früher. Also ich muss selber auch aus Erfahrung sagen, ich bin oft zum Training, habe mir keine Gedanken gemacht, ob der Trainer jetzt das möchte oder das, sondern wir haben einfach gemacht und haben dem Trainer auch vertraut. Das heißt, das wird heute dann eher in Frage gestellt von den Spielern. Also es ist ja vielleicht auch so ein Thema Hierarchie. Ich glaube, ich komme aus einer Zeit, wo die Hierarchie ziemlich hart und stark war. Wie siehst du das dann heute? Musst du dich dann rechtfertigen für Übungen oder werden die dann auch kurzfristig abgewandelt? Ja, das ist sowieso oft im Training, dass man schnell nochmal umdenkt oder was abwandelt oder auf Situationen reagieren muss. Ja, aber abhängig von den Jungs, weil die also hinterfragt, es kommt, glaube ich, keiner im Training und sagt, du Trainer, das macht total keinen Sinn und das ist totaler Schwachsinn. Aber natürlich hat jeder seine eigene Meinung. Und das wissen wir auch im Leistungssport. Das ist wie in der normalen Arbeitswelt. Es kommt nicht jeder Spieler zu jedem Training und sagt, juhu, hier bin ich und ich darf mich heute wieder komplett quälen, sondern das ist auch tagesformabhängig. Genauso wie jeder Trainer sich mal freut und ich habe ein geiles Training gemacht, weil er merkt, es kam gut an, wie auch mal ein Training war, oh, das lief heute scheiße und der Spieler ging mir auf den Sack, weil er vielleicht direkt eine Regel hinterfragt hat. Und das hast du, da hast du Spieler, die machen und dann hast du Spieler, da merkst du schon an einem Augenbrauenzupfen, ich glaube, da muss ich über eine Regel noch mal ein bisschen nachdenken. Ja, und du warst ja auch als Torwart, ich meine, Torhüter haben ja, es gibt Torhüter mit viel taktischem Verständnis und welche, die haben das nicht so. Bei dir. Vorsicht. Weiß ich das jetzt nicht. kann ich gar nicht mehr, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, aber du warst ja auch einer, der manchmal was hinterfragt hat, aber dann auch wieder alles gemacht hat. Und wenn ich dran denke, Andreas Thiel, der konnte dir den Ball ja jedes Mal ins Gesicht werfen und du hast einfach weitergemacht. Und das war einfach eine Qualität. Aber Andreas Thiel habe ich nichts hinterfragt. Hallo, das war große Legende, selbstverständlich. Du hast ja gerade eben deine Fußballkarriere angesprochen. Jetzt hat da auch einer mal gefragt, wie läuft denn die aktive Amateurfußballkarriere? Was wissen wir da nicht? Nein, also Karriere ist es erstens nicht. Es ist einfach für mich ein Ausgleich. Ich bin jemand, der gerne immer noch sehr aktiv Sport treibt, egal in welchen Sportarten. Und ich brauche das auch. Und wenn man gerade als Trainer nicht mehr ganz so in der Mannschaft drin ist, was, glaube ich, ganz normal ist und was auch sein muss, dass man nach dem Spiel noch länger in der Kabine sitzt, dass man nach dem Training noch mal ein bisschen quatscht und so, da braucht man einen gewissen Abstand. Und das fehlt einem. Und für mich kam eigentlich nie in Frage, dann zu sagen, oh, jetzt spiele ich noch mal irgendwo in der dritten Mannschaft unterklassiger Handball, sondern ich brauchte dann auch diesen sportlichen Anreiz, mich dann auch wirklich vielleicht durchbeißen zu können. Und habe in einem Lemgoer Fußballverein im VfL Lürdesen da wirklich so ein bisschen meine zweite Heimat gefunden. Über die Altherrenmannschaft bis zur Herrenmannschaft bin ich da, wenn ich die Zeit habe, immer noch so ein bisschen aktiv. Also ich versuche einmal die Woche mitzutrainieren und wenn Spiele anstehen und Not am Mann ist, dann spiele ich auch mal mit. Aber ich merke jetzt auch, so langsam werde ich älter. Und mir dient es eher aus dem Spaß, dem Ausgleich und natürlich auch diesem Zusammensein mit einer Mannschaft, weil das vermisst man dann schon. Welche Position hast du da im Fußball? Stürmer? Nee, ich bin eigentlich so der klassische Sechser oder eher der Innenverteidiger. Wenn Not am Mann ist, werde ich auch mal vorne reingeschmissen durch meine körperliche Präsenz. Aber eigentlich bin ich da sehr flexibel, ja, aber grundsätzlich dann eher so auf der Sechserposition. Was ist so deine Einstellung? Weil du warst ja nun in Weltklasse rechts außen. Wäre eine andere Position für dich, / Torwart, für dich eine Option gewesen? Ja, also ich erinnere dich dann einmal an so ein paar Duelle. Wir hatten ja
in der Nationalmannschaftszeit oft, weil das Training uns einfach nicht gefordert hat und wir dann oft ja einfach so viel Energie noch hatten, haben uns dann im Training gesagt, wir müssen noch 7 Meter werfen machen. Und da war ich dann meistens im Tor und habe an deinen Fähigkeiten beim 7-Meter-Werfen gearbeitet. Und ich glaube, seitdem bist du wirklich ein guter Schütze. Für mich hat es dann nicht gereicht, aber ich denke, du könntest jetzt immer noch in manchen Ligen spielen und als 7-Meter-Schütze auftreten. Flo, du hast eigentlich wieder gut gemacht. Vielen Dank. Das hat er gerade eben vor dem Podcast hat es angesprochen, dass ihr früher 7-Meter-Werfen gemacht habt. Ja, ich glaube, Andreas, du kannst dich auch daran erinnern. Da gab es immer so eine Battle. Mir macht es immer viel Spaß auf anderen Positionen auch. Im Tor hatte ich auch immer so richtig Spaß, aber ob es da gereicht hätte zu höherem, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war ganz gut aufgehoben. Du hattest auf jeden Fall den Mut, dich hinzustellen und groß zu bleiben. Das haben ja schon mal viele erstmal nicht. Naja. Aber Henning ist es auch nicht schwierig. Und ich hatte wirklich große Angst, dass du mich nicht im Gesicht triffst, muss ich auch wirklich sagen. Du hattest Angst, dass ich dich nicht treffe? Nee, ich hatte Angst, dass du mich im Gesicht triffst. Echt? Bei der Qualität der Würfe brauchst du keine Angst. Das wusste ich ja damals noch nicht. Ich habe gedacht, das ist so ein Torhüter, der nicht aufs Tor werfen kann. Aber ich habe das dann schnell gemerkt, dass du schon Qualität hast. Sehr gut. Es hat sich jemand Projekt Gold von 2007 nochmal angeguckt und er fragt, wieso bist du jetzt doch Trainer geworden? Anscheinend hast du da beim Interview doch gesagt, dass du kein Trainer werden willst. Ja, da war ich auch ein bisschen jünger. Da hatte ich vielleicht auch so eine andere Planung. Da hatte ich andere Ideen im Kopf. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich habe, glaube ich, bis ich Anfang 30 war, in den letzten 3-4 Jahren so der Karriere auch nie gedacht, dass so ein schneller Übergang dann da irgendwo entsteht. Zu der Zeit wollte ich irgendwo alles mal versuchen und das habe ich dann gemacht. Ich habe mal ein Praktikum bei uns in der Geschäftsstelle gemacht, bei unserem Geschäftsführer damals. Ich habe bei uns im Reha-Bereich mal geguckt, was da so im Beruf möglich ist. Und ich habe dann halt auch frühzeitig bei uns in der A-Jugend als Co-Trainer reingeschnuppert und habe da schon gemerkt, dass das was sein kann. Und ich bereue das alles nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar froh, dass ich das alles irgendwo versucht habe, mal gemacht habe. Und dann ging alles ganz schnell. Und das ist ja das Schöne im Profisport und gerade auch im Handball. Planung braucht man, aber viele Pläne werden immer ganz schnell über den Haufen geworfen. Und jetzt bin ich mittlerweile schon 10 Jahre Bundesliga-Trainer. Und fast 10 Jahre Bundesliga-Trainer. Und die Zeit geht halt ganz schnell rum. Und bin trotzdem froh, dass ich diesen Job mache, weil er mir echt verdammt viel Spaß macht. Flo, weitere Frage. Und zwar, wir spielen ja immer mit den All-Stars. Der Christian Schwarzer organisiert die immer für einen guten Zweck, Benefizspiele. Und wir suchen immer talentierte, junge Spieler, die uns unterstützen. Ist das für dich eine Option? Ja, also, was heißt unterstützen? Ich habe ja schon ganz oft mitgespielt. Also leider Gottes lässt das ja die Zeit nicht immer zu. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, spiele ich ja meistens dann auch mit. Aber wir sind ja oft durch die Bundesliga dann auch eingeschränkt oder manchmal ist es dann auch in der wirklichen einzigen Urlaubszeit, die man hat, wo die Spiele stattfinden. Und ich werde in Zukunft bestimmt da auch wieder mitspielen und ich bin auch immer auf der Suche nach welchen. Ich habe jetzt hier in Lemgo einen ehemaligen Mitspieler, dem Jens Bechtloff, dem habe ich am Freitag noch mit den alten Herren gekickt. Und der ist echt noch richtig fit. Und Daniel und dein Stefan und ich haben auch direkt gesagt, den müssten wir mal wieder fragen, ob er da nicht auch mitspielen kann, weil der bringt natürlich dann wieder Frische rein. Henning ist auch richtig fit noch. Das höre ich jedes Mal. Leider Gottes, beim Joe Deckarm-Spiel konnte ich nicht, weil wir selber ein Vorbereitungsturnier hatten. Habe mir das Spiel aber live im Fernsehen angeguckt war doch wirklich erstaunt, diese Gedankenschnelligkeit auch bei Henning noch. Also wie er Gegenstöße mit einem ruhigen, lasst mal sein, macht keinen Sinn, immer abgebrochen hat, obwohl alle Spieler zum Gegenstoß gelaufen sind. Also das spricht schon aus seiner Reife. Flo, du hast jetzt vieles gut gemacht. Also einiges, was du zu Anfang eingerissen hast, hast du jetzt wieder gut gemacht. Ne? Vielen Dank. Ja. Du weißt ja, ich baue Brücken. Andere Sachen werden nicht aufgebaut. Hast du die Schwäche auf rechts außen auch erkannt? Ach, jetzt fängt er damit wieder an. Also er spricht, vielleicht um das kurz zu erklären, ich habe ja nochmal für Bozen gespielt und der rechts außen hat mir wieder, keine Ahnung, 7-8 eingeschenkt. Die Schwäche hast du ja damals auch gemerkt. Ich habe dich im Endeffekt immer aufgebaut, dass du 100% werfen durftest.
Genau, du konntest es ja halt auch nicht gut trainieren, weil die Rechtsaußen alle immer zu schlecht waren. War für dich ja auch keine Aufgabe, Bälle zu halten. Und deswegen tut es natürlich jetzt schwer, wenn jetzt Qualität auf dich zukommt. Bei Zeitziehen musstest du immer nur den Kopf einziehen, ne, damit du nicht tot von der Platte getragen wirst. Bei mir war es dann die fehlende Qualität. Aber der Saarbrückener Rechtsaußen hat ja auch ein paar eingeschenkt, habe ich gesehen. So, da streichen wir das. Die Frage ist ja, Herr Christian, warum du nicht mitgespielt hast. Ich kann körperlich nicht mehr. Ja, das konntest du ja früher schon nicht. Ja, aber es ist noch schlimmer geworden. Okay. Aber es wäre dann mal ein Ziel, vielleicht auch mal, dass wir einen Termin finden, wo du dich fit machst und ich Zeit habe. Und dann können wir ja bei den Allstars dann nochmal zusammenspielen und die Gegenstoßpässe von Henning erlaufen. Ich trainiere schon mit Henning im Kraftraum. Wir versuchen, dass Henning ich wieder fit werde, aber ich komme noch nicht ran an Henning. Ja. Also der hat mir hier Zahlen genannt mit Kniebeugen und Bankdrücken. Das kannst du knicken. Also da komme ich nie hin. Tja, ohne Muskel kann man ja auch nichts drücken, Henning. Ohne Muskel ist schwer, ne? Flo, danke. Alles wieder gelöscht. Ja. Super, Flo, ich glaube, die Fragen haben wir durch. Vielen Dank für das super Gespräch. Wir drücken dir und euch, dem TPV Lemgo, eine gute Saison. Viel Erfolg. Und freuen uns, wenn wir uns dann irgendwann wieder persönlich sehen. Alles Gute dir. Ja, das freut mich. Vielen Dank und viel Spaß mit den nächsten Gästen. Und ärgert sie nicht so. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.